Wenn ihr wüsstet, was für Nerven es gekostet hat, die ganzen Informationen zu dieser Mystery Box zusammenzusammeln. Child. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Mystery Box aus dem Monat Dezember von Purish. Und ich habe ja eine Mystery Box schon mit euch zusammen ausgepackt. Und da gab es doch einiges an Kritik, muss man sagen. Die möchte ich gerne mit euch in diesem Video auch noch einmal besprechen. Außerdem die Neuerungen und Verbesserungen, die sich Purish überlegt hat für die zukünftigen Mystery Boxen und auch die Mystery Box jetzt. Ich zeige euch die krassen Inhalte, denn man muss dazu sagen, es ist diesmal keine First Impression. Warum das keine First Impression ist, erzähle ich euch gleich. Es war quasi Glück im Unglück, warum das hier keine First Impression von dieser Mystery Box ist. Und wir schauen mal, ob sie dieses Mal auch wieder meinem Kati-TÜV standhält oder auch nicht, ob ich sie euch empfehlen kann oder auch nicht. Deswegen, without further ado, let's go mit dem Video. Die aktuelle Box für den Dezember ist natürlich schon zu haben. Also am 1. eines Monats oder am 2. eines Monats sollen die jeweils monatlich jetzt sich verändernden und neu rauskommenden Boxen bei Purish immer erhältlich sein. Das heißt, wenn ihr quasi sowas wie ein Abo ohne Abo für eine Make-up-Box oder eine Skincare-Box, denn das ist eine der Neuerungen, zu denen ich gleich komme, abschließen wollt, dann könnt ihr natürlich jeden Monat euch entscheiden, ob ihr eine Box kaufen möchtet oder nicht. Ich finde das Konzept ziemlich cool. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jeden Monat ein Unboxing dazu mache. Egal, ob dieses Video bezahlt ist oder nicht, ist es auch so, dass ich euch natürlich meine ehrliche Meinung sage, ob ich es finde, dass die Produkte den Inhalt wert sind. Denn man muss dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Größen. Die eine Box in Small kostet 35 Euro und die andere in Groß kostet 80 Euro. Natürlich könnt ihr auf beide Größen mit meinem Code CONTRA15, der ist übrigens affiliated, wieder 15% sparen. Aber 80 Euro ist natürlich schon mal echt kein Schnäppchen für so eine große Box. Und deswegen will ich mal ganz genau unter die Lupe nehmen, ob ihr bei den Produkten auch wirklich das rausbekommt, was ihr an Wert reingesteckt habt. Eure Kritik noch einmal mit aufnehmen, was Purish dazu gesagt hat, für alle, die die Purish-Neuheiten vom Sonntag vielleicht nicht geschaut haben oder neu hier auf dem Kanal sind. Und euch ein kleines, ich will nicht sagen Desaster erzählen, aber ein kleines Hin und Her, das ich mit Purish hatte, das aber sehr, sehr nett gelöst worden ist, bezüglich eines der Produkte, das in dieser Box ist. Der Grund, warum das hier keine First Impression ist, ist, dass ich auf zwei Pakete von Purish gewartet habe und eins davon sollte die Mystery Box sein und eins war noch ein anderes PR-Paket. Und ich habe dann dieses Paket aufgemacht, nicht wissend, dass es das Mystery Box-Paket ist. Und dann wurde ich begrüßt von diesen beiden Zetteln. Du bist Gold wert. Finde ich so, so süß, dass sie das mit dazu getan haben. Sie versuchen jetzt auch immer ein sozusagen saisonal angepasstes Packaging mit dazu zu geben. Also diese Karten zum Beispiel noch mit dazu zu tun. Hier ist ein kleiner Sticker drin und das finde ich ist ein schöner Reminder. Auch einfach ein bisschen Selfcare, ein bisschen Self-Love. Du bist Gold wert. Das seid ihr auf jeden Fall auch. Und es passt natürlich auch zu der ganzen Weihnachtsthematik. Und das hier soll natürlich eine Holiday Edition sein. Und deswegen sind zwei Produkte drin, die wirklich ganz was Besonderes sind. Ich hatte das in den Purish Neuheiten schon einmal leaken dürfen, aber ich will es euch gerne nochmal sagen und auch noch einmal zeigen. Und zwar sind die beiden neuesten Produkte von Nabla Cosmetics garantiert mit in der großen Make-up-Box mit drin. Und das ist einmal die Vicious Mascara, zu der komme ich gleich, und einmal die Glorious Lights Glitter Palette. Und weil ich dieses Paket zu früh aufgemacht habe, konnten wir ein kleines Desaster noch abwenden. Denn in meinem Paket war nicht, wie ich das gesagt hatte und wie es mir kommuniziert wurde, die Glorious Lights Palette drin, sondern die Ruby Lights Palette. Das ist die Glitterpalette aus dem letzten Jahr. Die zeige ich euch auch super gerne nochmal. Es gab ja auch eine im Sommer. Das war die Miami Lights Palette. Die war auch schön. Aber ich muss sagen, die Ruby Lights hat mir deutlich besser gefallen. Weil ich diese hier schon habe und auch ein anderes Produkt beziehungsweise zwei andere Produkte aus dieser Box schon selber besitze, möchte ich deswegen auch gerne noch ein kleines Giveaway in diesem Video machen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich schreibe euch natürlich die Teilnahmebedingungen auch in die Infobox. Aber das Codewort sage ich euch im Laufe des Videos, damit ihr auch dran bleibt. You know, the watch time, dies, das und so weiter. Also habt ihr auch die Möglichkeit, die Ruby Lights Palette und noch zwei andere Sachen, die ich euch im Laufe des Videos zeige, zu gewinnen. Sind auf jeden Fall coole Sachen dabei. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr natürlich einfach nur ein Abonnent oder eine Abonnentin meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und dann einen Kommentar schreiben. Dazu wird es noch ein kleines Schlüsselwort sozusagen geben, damit ich auch weiß, dass ihr wirklich das Video durchgeschaut habt und das wird sich nachher dann beim Auslosen noch auf jeden Fall mit einbezogen. Hey lieben, einmal ungeschminkte Chaos-Editing-Kati hier. Nicht wundern, dass der Hintergrund absolut nicht aufgeräumt ist. Ich schneide das jetzt eine halbe Stunde, bevor das Video hochgeht, nochmal eben rein. Denn mir ist gerade beim Rewatching meines eigenen Videos aufgefallen, dass ich etwas falsch kommuniziert habe. Und da das ja schon ein Problem am Sonntag war wegen dieser Colourpop-Geschichte, möchte ich das nochmal ganz deutlich sagen. Also, die Glitterpalette von Nabla Cosmetics ist garantiert in der großen Make-up-Box mit drin. Also in der Big Make-up-Mystery-Box. In der kleinen als auch in der großen ist
garantiert die Vicious Mascara in dem Limited Gold Packaging mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es im anderen Video andersrum gesagt habe. Falls das so sein sollte, dann tut es mir fürchterlich leid, was das angeht. Ansonsten gilt alles, was ich gleich noch im Video sagen werde zum Thema Umtauschen und so. Denn es gab auch ein Missverständnis innerhalb von Furish zwischen der Logistik und den Leuten, die es packen quasi, bezüglich welche Glitterpalette rein soll. Das gilt für die große Make-up-Box natürlich und die Vicious Mascara ist wie gesagt in der kleinen als auch in der großen Make-up-Box mit drin. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schauen des Videos. Jedenfalls ist die Glorious Lights Palette, die habe ich auch schon in einer Review benutzt und ich habe sie auch heute Abend wieder drauf gemacht und zwar diese großen Glitterpartikel sind das. Eine wunderschöne Glitterpalette. Was ein bisschen schade ist, dieser Ton hier ist Duochrome. Das sieht man leider in der Kamera, egal wie ich ihn halte, überhaupt nicht. Also man sieht so ein bisschen, dass der jetzt sehr, sehr bronze aussieht und wenn ich ihn kippe, dass er so in so ein goldbronziges etwas sich verwandelt. Aber eigentlich, wenn man den vor sich hat, ist der grün-gold. Falls ihr mein Support Small Businesses Video vom Black Friday gesehen habt, könnt ihr euch vielleicht noch an das wunderschöne Pigment, das meine Freundin mit Drench Cosmetics gemacht hat. Super schön, wunderschöne Farbe, ist super metallisch, hat so diesen grün-goldenen Shift und das sieht man, wie gesagt, in der Kamera leider überhaupt nicht, aber so sieht diese Farbe eigentlich auch aus. Also es hat auch so einen grün-goldenen Shift mit dieser bronzigen Ton im Unterton quasi und ja, nur damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Dazu noch dieser wunderschöne Kupferton, ein wunderschönes Rot und wenn man beide Paletten nebeneinander hält, sieht man auch, dass sie wirklich unterschiedlich aussehen. Was ich auch richtig, richtig besonders finde, ist dieses hier, weil ich finde, das sieht einfach aus wie frisch gefallener Schnee. Es ist super fein im Gegensatz zu den anderen. Die haben so kleinere und größere Glitterpartikel mit drin, was ich persönlich sehr gerne mag. Und da ist so ein Holo-Effekt fast mit drin. Ich finde, es sieht halt einfach aus wie Schnee. Super schön für diese Jahreszeit auf jeden Fall. Und die Glitterpaletten von Nabla haben auch so ein kleines bisschen Glitter-Adhesive mit drin. Das heißt, ihr könnt die Glitter auch auftragen, ohne extra ein Glitterglue zu benutzen. Ich würde es trotzdem empfehlen, weil irgendwann trocknet natürlich der Kleber auch aus, wenn man das viele Stunden trägt und dann fängt es an zu rieseln. Nicht doll, also nicht schlimm, aber ich würde trotzdem empfehlen, zum Beispiel von NYX Cosmetics den Glitterglue dazu zu benutzen. Und diese Palette ist, wie gesagt, garantiert drin. Bei mir allerdings die hier. Und deswegen ein kleiner Hinweis. Solltet ihr direkt, als ihr mein Video gesehen habt, über die neue Mystery Box von Dezember bestellt haben und es sollte aus Versehen diese Palette mit drin sein oder die Miami Lights Palette, also anstatt der hier, und ihr habt sie noch nicht benutzt, dann meldet euch super gerne beim Kundenservice von Purish. Das war nämlich ein Versehen zwischen der Logistik, also den Leuten, die einpacken. Liebe Grüße gehen raus an die Mädels, die wirklich einen krass heftigen Job aktuell machen. Gerade nach der Black Week und auch Richtung Weihnachten ist natürlich unfassbar viel zu tun. Also viele Küsse und viele Grüße dafür, dass ihr das immer noch so krass macht. Da wurde nämlich kommuniziert, dass eine von den Nabla Glitterpaletten rein soll und nicht genau diese. Und das ist eben ein bisschen missverständlich ausgedrückt worden. Jedenfalls haben sie das jetzt geklärt. Solltet ihr die falsche Glitterpalette bekommen haben und sie noch nicht benutzt haben, natürlich kann sie nur unbenutzt retourniert werden. Meldet euch, wie gesagt, bei Purish über Instagram oder per Mail mit eurer Ordernummer und dann tauschen sie das natürlich kostenfrei für euch einfach um. Dann schickt ihr die andere zurück mit einem Retourenschein, den sie euch ausstellen und sie schicken euch die neue Palette einmal zu, also die richtige, die hier. Das nur kurz nebenbei. Außerdem ist von Nabla Cosmetics die Vicious Mascara drin und zwar in der Gold Edition. Ich habe ja mit der Vicious Mascara echt so ein bisschen sagen wir Gemecker gehabt. Ich setze mich übrigens hier hin, damit ich nebenbei einblenden kann, wie teuer die Produkte sind, denn natürlich wollen wir nachher überprüfen, ob ihr für euer Geld auch wirklich das bekommt, was ihr ausgegeben habt. Ich finde das immer sehr interessant zu gucken und ich muss sagen, meine Erwartungshaltung ist bei 80 Euro Einkaufswert auf jeden Fall schon echt hoch, muss ich sagen. Und die sind mit diesem goldenen Packaging nach dem schwarzen Packaging rausgekommen. Das ist halt eine Limited Edition und auch diese hier wird in der großen Make-up Mystery Box mit drin sein. In der kleinen Make-up Mystery Box ist übrigens auch garantiert die Glorious Lights Palette mit drin. Auch da selbes Spiel, falls ihr die falsche Glitterpalette bekommen haben solltet und sie noch unbenutzt zu Hause habt, dann schreibt super gerne Purish und ihr könnt das untereinander auf jeden Fall regeln. Und diese Mascara soll ja angeblich, obwohl sie nicht waterproof ist, trotzdem sehr smudgeproof sein. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich finde das Packaging fürchterlich hässlich. Ich muss allerdings sagen, wo ich sie jetzt in der Hand halte, ich finde es immer noch hässlich, aber so schlimm wie das Schwarze mit den goldenen, mit den roten Augen finde ich es auf jeden Fall in Gold nicht. Also es hat schon irgendwie was, aber es sieht auf der anderen Seite auch aus wie ein Gehstock von, I don't know, von Alfred, von Batmans Butler. Weißt du, so ein reicher Butler, der so, wisst ihr, was ich meine? Also ja, auf jeden Fall not a fan of the packaging. Das Bürstchen ist sehr, sehr interessant, finde ich. Es ist sehr, sehr klein, ist so ein Gummibürstchen. Und ich habe die Mascara noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich kann euch leider nicht sagen, wie sie ist. Ich werde diese Mascara auf jeden Fall für mich behalten, damit ich sie einmal testen kann. Wie gesagt, die Glitterpalette kommt aber in das Giveaway für euch. Und ich werde nebenbei mal reinschauen bei Purish, wie teuer die Produkte einzeln sind. Also sowohl die Mascara als auch die Glitterpalette kosten
kosten jeweils schon 23,90 Euro. Dann sind wir schon bei 47 Euro überschlagen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, kann man schon mal mitarbeiten. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen. Und das Gute ist, das tut es auch. By the way, für die Leute unter euch, die das vielleicht nicht gesehen haben, auch noch einmal, es gibt mittlerweile auch noch zwei verschiedene Versionen einer Skincare Mystery Box. Für die unter euch, die vielleicht gerade keinen Bock mehr haben auf Make-up oder die schon genügend Make-up haben und oder eher Skincare-Liebhaberinnen sind, können natürlich auch die kleine und auch die große Skincare-Box sich kaufen. Auch darauf gilt natürlich mein Code. Wie gesagt, dadurch kriegt ihr sie etwas günstiger. Die großen Boxen kosten dadurch 68 Euro. Bei den kleinen, weiß ich gerade, habe ich es gerade nicht im Kopf. Ich glaube, dann sind es noch knapp 30 Euro, die ihr bezahlen müsst. Und wie gesagt, es soll natürlich auch eigentlich ein höherer Wert mit drin sein. Dadurch, dass ich, wie gesagt, die Mystery-Box vorher schon ausgepackt hatte, konnte ich das mit der Glitterpalette klären. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass alle das Richtige bekommen haben. Jetzt packen wir allerdings erstmal weiter aus. Und zwar haben wir hier als nächstes den The Sign Tribe Pimp and Chill Soft Scent Nail Polish. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine wunderschöne Farbe, also ein richtig dunkles Rot. Sieht in der Kamera jetzt noch ein bisschen heller aus. Ist noch dunkler als das. Ist die Farbe 05 Born to be Wild. Sind 80% Natural Ingredients mit drin. Es ist vegan. Das finde ich sehr gut. 11 Milliliter sind drin. Und ist von der Firma Cosnova. Zu Cosnova gehören ja Essence, Catrice und Love Cosmetics. Bin mal gespannt, wie teuer der ist. Das schaue ich mal eben nach. Ah, die sind sowieso runtergesetzt auf 4,90 Euro. Okay, dann rechne ich die auf jeden Fall mit 4,90 Euro auch mit rein in den Gesamtwert. Ist eine schöne Farbe und es soll angeblich keinen Strong Smell haben. Das ist ja bei normalen Nagellacken immer so ein bisschen das Problem. Okay, also das kann ich nicht bestätigen. Also es sagt zwar Soft Scent, aber es riecht schon noch sehr nach Nagellack und noch irgendwas anderes, was parfümiert damit drin ist. Also das muss man echt sagen. Für mich persönlich ist natürlich so ein normaler Nagellack nichts, weil ich ja UV-Nagellack seit Jahren benutze von Nionail und damit auch sehr zufrieden bin. Also auch meine Fußnägel mache ich mit den Nionail-Sachen sehr gerne und werde auch dabei bleiben. Das heißt, das hier kommt auf jeden Fall auch mit in das Giveaway für euch rein. Ist ja auch eine super schöne Farbe jetzt so für Weihnachten, also so ein dunkles Rot, finde ich, kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie diese wunderschöne Farbe überall reintun, weil ich glaube, dunkles Rot steht fast jeder Person sehr gut. Dann kann ich euch einmal das größte Produkt zeigen, das in dieser Box mit drin ist. Und da bin ich ausgerastet, als ich das gesehen habe. Denn erstens ist es immer noch ein relativ neu auf dem Markt vorhandenes Produkt, als auch ist einfach die Qualität super. Ich habe sie selber schon, weiß deshalb, wie gut sie ist. Ich werde sie deshalb hier nicht auspacken, aber ich zeige euch noch einmal das Packaging. Und zwar ist es die Be Perfect Cosmetics x Stacy Marie Carnival 4 The Antidote Palette. Ich lasse die hier natürlich einmal drin, damit nichts passiert. Das ist das Outer Packaging. So sieht die Palette dann ausgepackt aus. Also ich muss sagen, dass ich auch die Farben hier draußen super schön finde. Ich habe sie ja schon getestet und muss sagen, sie ist wirklich genau wie alle anderen Be Perfect x Stacy Marie Paletten großartig. Ist eine, finde ich, perfekte Herbstpalette. Also sowohl die Grüntöne, die Khaki-Töne haben mich ja sehr begeistert, als auch die gelb, goldenen und so roten Töne hier sind sehr, sehr schön. Wie gesagt, das ist meine. Die zeige ich euch einmal eben nur, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Farben halt in Wirklichkeit ausschauen. Sie sind super pigmentiert, lassen sich toll verblenden. Man hat eine große Auswahl an Farben, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Das Einzige, was ich daran negativ beurteilt habe, ist natürlich die Größe. Weil das ist keine Palette, die man mal eben so mitnimmt. Das ist halt eine Artist-Typ-Palette, wenn man sehr viele verschiedene Farben haben möchte. Aber da lohnt sich der Preis. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kostet die allein auch schon 50 Euro. Ich schaue mal eben nach. Nee, 46,90. Okay, aber ich meine 47 Euro, 50 Euro. Same, same, but different. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde es so geil, dass jetzt nicht nur exklusiv diese ganz neuen Launches mit drin sind, sondern der Launch ist ja jetzt auch höchstens 2 Monate oder so her, dass so eine große Palette mit drin ist. Freut mich auf jeden Fall sehr. Dazu muss natürlich noch gesagt sein, das sind Mystery Boxen. Das heißt, natürlich variiert bis auf die Vicious Mascara und die Glitter Palette auch der Inhalt dieser Boxen ein Stück weit. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr das nicht mit drin habt. Ich habe jetzt auch random irgendeine zugelost bekommen. Also sie packen bei Purish auch nicht extra eine, die besonders toll ist oder so für mich zusammen, sondern sie geben mir eine, die schon vorgepackt ist. Das finde ich auch super so, weil so kann ich euch auch eine Honest Review geben. Also es ist nicht garantiert, dass diese Palette mit drin ist, aber ich glaube, die, bei denen sie drin ist, die freuen sich umso mehr. Und mit der Palette und den anderen Produkten zusammen sind wir jetzt schon bei einem Preis von, ich glaube, 95 oder 100 Euro ungefähr. Ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und jetzt fehlt uns noch ein Produkt. Das ist auch eins, das ich kenne. Und das ist eine Holiday Limited Edition aus dem letzten Jahr. Und zwar ein Lip Kit von Dominique Cosmetic, das Holiday Lip Glitz Set. Und das kostet 25 Euro. Wenn ich alles zusammen mal in meinen Warenkorb schmeiße,
bin ich also vom Inhalt meiner Box bei 124,50 €. Das wäre also knapp das Doppelte von dem, was eine Box mit meinem Code kostet, nämlich 68 €. Auch dieses Lipglitz-Kit tue ich auf jeden Fall in das Giveaway zusammen mit der Glitterpalette und dem Nagellack mit rein. Auch das eine wunderschöne rote Farbe. Ich zeige es jetzt noch einmal eben, wie es aufgebaut ist. Also ich finde es auch ganz schön. Dominique Cosmetics macht auch von innen super schönes Packaging. So sieht das von außen aus. Dieses Lipglitz-Kit gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in a Daze, das zeige ich euch auch gleich noch. Und da ist jeweils ein Lip Liner mit drin. Ich lege jetzt mal, meinen habe ich auch schon ausgepackt, damit ich das gleich swatchen kann. Und ein stark pigmentierter Lipgloss. In diesem Fall ist das ein roter. Das sind keine Glitzerflakes oder so mit drin, sondern das ist nur das Outer Packaging. Das finde ich auch ganz gut, weil ich persönlich mag so Glitzer-Lip-Sachen nicht so gerne. Auch hier, das ist ein ganz normaler roter Lip-Pencil, wie gesagt. Das ist einfach das Outer Packaging, weil es halt Holiday-Kram ist. Und da muss ich wirklich sagen, auch wenn es quasi ein reingeschmissenes Produkt ist, weil das wahrscheinlich der Abverkauf vom letzten Jahr ist. Ich finde, dass die sowohl die Lip Pencil von Dominique Cosmetics, nur damit ihr das einmal sehen könnt, also so cremig und pigmentiert sind die. Wow, Swatch One. Noch nie schöner bei mir. So sieht das Rot auf jeden Fall aus. Die beiden passen natürlich auch perfekt zusammen. Finde ich einfach, dass es für eine Holiday Edition sozusagen, für eine Mystery Box echt ein schönes Gimmick ist. Und da muss ich auch sagen, können sie ruhig machen, weil die Haltbarkeit ist noch nicht abgelaufen. Das zweite Lipglitz-Kit heißt In a Daze, glaube ich. Das hier ist das Heat of the Moment. Und das hat diesen roséfarbenen Lip Liner mit einem durchsichtigen Glitzer-Lipgloss. Den fand ich persönlich nicht so schön. Den habe ich mittlerweile auch in meine Aussortierkiste geschmissen, weil, wie gesagt, Glitzersachen sind mir auf den Lippen einfach oft unangenehm. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Lipglosse von Dominique Cosmetics mir persönlich nicht so zusagen. Ich mag eher eine leichtere Formulierung. Die sind eher ein bisschen fest, aber nicht unangenehm und oder sticky auf den Lippen. Also das geht auf jeden Fall noch in Ordnung. Trotzdem wäre das sowas, wo ich sagen könnte, von den Sachen, die hier drin sind, könnte ich, glaube ich, auf den Nagellack verzichten, weil ich es halt einfach nicht brauche. Und halt auch auf das Lipset, weil ich es selber auch habe. Wenn ich aber jemand bin, der das noch nicht hat, dann würde ich mich da auf jeden Fall drüber freuen. Und ich finde es halt auch ganz schön, dass sie so ein bisschen diesem Holiday-Motto treu geblieben sind. Ich habe jetzt alle Produkte einmal zusammengerechnet und wenn man meinen Kontra-15-Code von den einzelnen Produkten zusammen in einem Warenkorb quasi abzieht, dann bleiben wir bei einem Wert von 105,83 € versus 68 €. Das heißt, es sind etwas mehr als 40 € mehr Wert mit drin. Finde ich an sich ganz gut, aber ganz ehrlich, da war die erste Box auf jeden Fall besser. Natürlich weiß ich nicht, was in den Mystery Boxen drin ist, die ihr bekommt, außer eben, dass garantiert auf jeden Fall diese beiden Produkte mit da drin sind. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr noch so in euren Mystery Boxen habt, ob ihr damit zufrieden wart oder seid, weil natürlich gab es dazu auch ein bisschen Kritik und da möchte ich jetzt noch einmal drauf eingehen. Und das ist, dass sehr viel kritisiert wurde, dass in den Mystery Boxen vorher Base-Produkte mit drin waren. In meinem Fall waren es ja zum Beispiel Concealer, die auch in zwei Farben mit drin waren, und zwar der Conceal and Define von Make-Up Revolution. Das ist an sich ja ein guter Concealer, aber das Problem ist natürlich, wenn man Base-Produkte mit in eine Mystery-Box packt, dann passen die der Wahrscheinlichkeit nach vielleicht 5% der Konsumentinnen, die diese Mystery-Boxen kaufen. Denn natürlich gibt es eine Variety of Skin Colors out there. Und da haben viele von euch gesagt, hey, eigentlich ist es voll schade, dass es nicht sowas wie eine Kategorie quasi gibt, also in der dann halt drinsteht, jo, ihr seid Hauttyp Fair, Light, Medium, Tan, Dark, wie auch immer. Ich hatte das in dem Purish Neuheiten-Video auch schon angesprochen. Ich möchte das aber hier nochmal sagen. Purish ist eben nicht Sephora und Purish ist auch nicht Douglas. Und auch die bieten es in ihrem Service nicht an. Purish ist eben immer noch, was das angeht, ein kleinerer Online-Shop. Und da ist es schwierig, solche Optionen einzubauen. Aber sie waren sehr, sehr dankbar für eure Kritik, was das angeht. Haben das auch sehr ernst genommen, haben das absolut verstanden. Und ist deswegen jetzt so geändert, dass es keine Base-Produkte mehr in den Mystery-Boxen geben wird. Also nichts irgendwie, was für die Haut gedacht ist oder sonstiges, einfach um sozusagen diesen Konflikt zu vermeiden oder diese Verschwendung zu vermeiden, dass man dann gegebenenfalls Produkte drin hat, die man nicht benutzen kann, weil man eben nicht die passende Hautfarbe dazu hat. Ich persönlich bin davon sehr begeistert, dass sie die Kritik so aufgenommen haben, muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es auch angemessen, denn natürlich seid ihr als Konsumentinnen im Endeffekt diejenigen, die dann gegebenenfalls was kaufen oder eben auch nicht kaufen. Danke auf jeden Fall für den Input, soll ich euch von Purish ausrichten. Ich persönlich finde es auch gut, dass die Sachen raus sind, weil, wie gesagt, ich kann mit solchen Produkten wie einer Lidschattenpalette oder so, kann man eigentlich auf jeder Hautfarbe was mit anfangen. Und das sind definitiv Dinge, die
die machen mehr Sinn, wenn man so ein universelles Produkt rausgibt wie eine Mystery Box. Dann gab es natürlich noch einige, die auch gesagt haben, hey, in meiner Mystery Box war nur das oder das oder das drin. Deswegen von mir nochmal der Hinweis. Wie gesagt, die Mystery Boxen werden einzeln zusammengestellt und bis auf die jeweils zwei garantierten Produkte, die in diesem Fall mit drin sind, also in der großen zwei Produkte, in der kleinen dieses eine Produkt, werden immer unterschiedliche Produkte zusammengesetzt, damit ein bestimmter Wert mindestens mit drin ist oder auch was eben untereinander gut zusammenpasst. Weil zum Beispiel muss man da ja auch sagen, auch das Lipset und der Nagellack zum Beispiel passen ja zu den Holidays und passen auch zueinander. Pure versucht auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Sachen ein bisschen untereinander abgestimmt sind. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall die ein bisschen milde stimmt, die vielleicht nicht ganz so zufrieden waren. Ich bin nach wie vor auf jeden Fall begeistert davon, auch wenn ich sagen muss, hey, bei der ersten Mystery Box war auf jeden Fall vom Wert her mehr drin. Und mehr ist mehr, das wissen wir alle. Von daher, Purish, strengt euch noch ein bisschen an. Aber an sich sind da schon echt geile Sachen diesmal mit drin gewesen. Wie gesagt, jetzt kommt noch ein kleines Schlüsselwort für euch. Dann könnt ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Wie gesagt, einmal das Lipset, die Ruby Lights Palette, die Carnival-Palette und auch der Nagellack sind hiermit zu gewinnen, wenn ihr den Kanal abonniert habt, einen Daumen nach oben gegeben habt und einen Kommentar mit dem Schlüsselwort All I Want for Christmas ist als Hashtag reinzuschreiben. Ich blende es euch hier nochmal ein, mit reingebt. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das findet, ob es euch gefallen hat. Hat es euch Spaß gemacht? Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich bin diesmal wirklich echt sehr begeistert. Ich hatte wenig zu meckern und das kommt bei mir echt selten vor, muss ich sagen. Deswegen schreibt mir gerne rein, wie es euch gefallen hat und falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben oder dem Video einen Daumen nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns am Samstag oder Sonntag schon wieder. Ich glaube, Samstag sehen wir uns direkt schon wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!